Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr habt geile Laune, so wie ich. Und ich habe ja letztens quasi erst ein Video über die Champions gemacht, die ihr potenziell am besten mainen solltet, beziehungsweise ein Video generell darüber. Und weil viele von euch ja wahrscheinlich immer noch gesagt haben, ja, hey, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, welchen Champion ich spielen soll, habe ich jetzt hier nochmal ein Video mit den aktuellen mehr oder weniger Free-Elo-Champions, man kann es tatsächlich sagen, so krass wie diese Champions sind, gemacht. Und ja, vielleicht kann ich euch damit noch ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, ja, hey, spielt diesen Champion. Wir fangen direkt mit dem ersten an und das ist Volibear. Volibear ist aktuell der Champion, den ich jedes Game banne. Denn dieser Champion hat nach seinem Rework einen kompletten Raketenstart hingelegt. Ja, das Playrate ist super krass hochgegangen und Winrate ist noch viel, viel, viel krasser hochgegangen. Und das Ding ist, wenn ein Champion, der ja so eine krasse Winrate mit so einer krassen Playrate hat, dann heißt es einfach, dass dieser Champion OP ist. Denn er ist super, super, super einfach zu spielen. Du kannst an Volibear wirklich nichts verkehrt machen. Du kannst ihn auf Full Tank bauen und machst, das ist das richtig fiese an solchen Champions, ich zerhasse ich wirklich komplett. Du baust schön viel HP und kriegst trotzdem Damage dazu. Ja, so ein leckerer Caitlyn AD Carry, da geht ihr hin, greift den 2-3-4 mal an und snackt den dann einfach mit der W weg. Die macht super viel Schaden. Das Q-Update von dem Rework hat ihm auf jeden Fall super krass geholfen. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, ja, Volibear wurde davor nicht gespielt, aber ihm hat es halt wirklich einfach an Mobilität gefehlt. Damage hat der Typ, vor allem auch seine Ultimate, die sollte man nicht unterschätzen, die macht richtig, richtig viel Schaden. Und Volibear ist halt deswegen gerade für Anfänger so gut, weil du kannst locker viele Fehler machen, weil du eben ein Tank bist und du wirst trotzdem noch von deiner Passive quasi aufgefangen, die hält dich super krass in richtig vielen Situationen. Du kannst schön früh Tower Dives etc. machen und kommst trotzdem, wenn du halt einen Fehler machst, davon durch diese Passive etc., durch deine Tankiness und killst den Gegner im besten Fall sogar noch. Ja, das heißt, es ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Das, was man an Volibear links ein bisschen ankreiden muss, beziehungsweise erstmal was anderes, spielt ihn bitte mit Flash. Ja, weil ich sehe immer wieder Ghost-Volibears. Das Beste und Niceste ist einfach so ein Flash Q-Engage. Ja, damit rechnen die Gegner nicht. Wenn da so ein Bär auf euch zugerannt kommt, dann kann das auch nett sein, aber dann kriegt ihr halt einen Stun entgegen, einen Slow oder irgendwas und kommt da nicht mehr ran. Und das ist, finde ich, auch bei Volibear eine große Schwachstelle im Late-Game. Ja, im tiefen Late-Game, so 40. Minute, 5 gegen 5, da könnt ihr halt nicht einfach die Q anmachen und auf die Gegner zulaufen. Mit Righteous Glory geht das halt schon so ein bisschen, aber es ist halt nicht der krasseste Engage. Ja, also wie Malphite oder Hecarim, das klappt deutlich besser. So ein Volibear-Engage ist nicht so geil, aber bis dahin habt ihr die Games auch meistens schon gewonnen und ja, immerhin Damage aufsaugen könnt ihr auch da immer noch, ja. Das heißt, wir gehen direkt weiter zum nächsten Champion und es ist leider auch ein Tank, ja. Tanks, ich hasse ja Tanks, wissen wir alle, aber Tanks sind halt gerade sehr stark und zwar vor allem Zion. Zion ist vor allem im Competitive super stark. Warum ist das denn so? Na, ich möchte euch natürlich auch nicht nur sagen, wer stark ist, sondern warum das so ist. Bei Zion liegt es vor allem an seinen Runen. Das Ding ist nämlich, dass dieser Dude ist ja mit Arcana Komet, die beziehungsweise im blauen Runen, ziemlich on fire. Das heißt, was macht Zion? Er maxt seine E und das ist dieses Wegschubsen der Minions und dadurch kann er in der Lane permanent diese Viecher den Gegner an den Kopf knallen. Dadurch pusht er super krass die Wave, kann sogar gegen schlechte Matchups permanent den Gegner übel hart reindrücken, trifft den Gegner meistens im Optimalfall noch und dann fliegt der Komet drauf. Dadurch, dass ihr Mana-Flussband habt, könnt ihr diesen Spam aufrechterhalten und dann noch Scorch mit drauf, dadurch wird der Gegner einfach komplett zermatscht, ja. Die zweite Runenseite nehmt ihr einfach Resolve mit, könnt noch Boneplating oder Conditioning irgendwie sowas mitnehmen. Na, das heißt, ihr habt selbst gegen diese Matchups, die gerade viel gespielt werden, wie Camille, Gangplank, die, da habt ihr einfach super krasse Chancen. Die könnt ihr reindrücken und die können sich wirklich, wirklich sehr, sehr wenig nur dagegen wehren. Zion, muss man sagen, ist vielleicht nicht ganz so leicht wie Volibear zu spielen. Das heißt, ihr solltet ihn vorher mal ein, zwei Games gemacht haben. Aber an dem E-Spam könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Wo man was falsch machen kann, ist vielleicht mit der Ultimate. Wann geht man rein und wie am besten, ne? Aber ich hatte letztens auch schon ein paar Zions, die meine Games richtig, richtig krass gecarried haben. Und man sieht hier halt wirklich einen Trend, dass er deutlich mehr gespielt wird und richtig abgeht. Und die Kirsche auf dieser Eistorte ist, dass Zion aktuell verbuggt ist. Ja, das heißt, er ist schon eine ganze Zeit verbuggt. Riot hat versucht, diesen Bug zu fixen, haben sie auch irgendwie gemacht, aber gleichzeitig einen anderen Bug erzeugt. Und dieser Bug macht, dass ihr eure E in der Lane quasi permanent treffen könnt. Ja, die hat eine riesige Hitbox, ist kaum zu empfehlen. Müsst ihr einfach mal testen und das ist natürlich schönes, faires Gameplay. Ich will euch ja jetzt natürlich nicht mit Tanks zuschwafeln und deswegen schwafel ich euch mit anderen Champions zu, wovon ihr genauso die Schnauze voll habt. Und zwar Jenna, ja. Ich hasse es, Jenna immer in diese Videos mit reinzupacken, aber es wäre einfach nicht fair und neutral, sie nicht mit reinzupacken. Jenna ist super, super, super krass.
Vor allem merkt man das daran, dass ich spiele ja immer ganz viel Talon, ne? Und es gibt so viele Genders aktuell. Ab und zu kommt dann dieser Moment, wo ich dann mit so 10% da wegrenne und ich denke mir einfach, okay, hey, Jenna, die kann mir nichts mehr. Und dann wirft die mir das W hinterher und ich explodiere einfach, ja? Also ich frage mich ja immer noch, wann das Assassin-Update für Jenna kommt. Die macht so einen krassen Schaden, das ist wirklich heftig. Das heißt, in der Laning-Phase, ihr nehmt euch das AP-Support-Leute mit, nehmt euch Benefit mit, max die W, ganz wichtig, die W maxen, ja? So, also sollte euer AD-Carry mal kein Gehirn haben, könnt ihr auch die E maxen, aber sonst die W maxen. Ihr könnt übel krass den Gegner ebenfalls hier aus der Lane bullien, die ganze Zeit zuspammen. Also das ist wirklich, wirklich stark. Und kann man auch hier wieder nichts dran falsch machen. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal defensiv spielen wollt, könnt ihr auch defensiv spielen. Die E maxen würde ich jetzt nicht empfehlen, aber das ist halt auch ein sehr, sehr guter Punkt für Jana, weil sie ist halt total defensiv gewesen bis dato immer. Ja? Einfach nur so ein Schildbot. Und dadurch haben Jana-Spieler halt die Möglichkeit, sagt man Jana oder immer Jenna? Gibt auch viele, die sagen Jenna, halt aggressiv in der Lane ein bisschen zu agieren. Natürlich, ich habe sie immer noch nicht so gerne im Team, weil ich halt sehr, sehr viel roam momentan und da, ja, sie hat halt immer noch nicht so die meisten Möglichkeiten, aber es ist definitiv kein schlechter Champion, vor allem, wenn man noch einen guten AD Carry dabei hat, vielleicht ein Duo. Weiter geht es, ja, Richtung Tank, sagen wir mal Off-Tank, und zwar Warwick. Warwick ist auch schon ewig lange super stark, muss man sagen, das heißt, es wird allerhöchste Zeit, diesen Dude zu spielen. Und was ihm natürlich krass in die Hände spielt, ist seit dem letzten Update, dass Morellos geändert wird, ja, beziehungsweise wurde. Morellos gibt es zwar immer noch und es hat immer noch diesen Heal-Reduce-Effekt, aber es ist ja jetzt das Magic-Pen-Item. Und dadurch bauen deutlich weniger Leute dieses Ding. Ja, vorher hat quasi jeder Midlaner dieses Heal-Reduce-Morellos gebaut. Jetzt ist es nur noch ein sehr, sehr kleiner Teil, das heißt nur so Katharina, LeBlanc, Mordekaiser und irgendwelche Dudes, die halt wirklich auf Magic-Pen gehen wollen. Ihr kommt also deutlich besser damit durch, ihr habt einen richtig saftigen Easy-Clear im Jungle. Und was richtig krass für Warwick ist, er hat ein super gutes Early- und Midgame. Ja, das heißt, seine Ganks mit Level 3, ihr habt einen Gap-Closer mit der Q, könnt also hinterher springen. Im besten Fall sogar einen Flash hinterher springen oder einen Azrael-E oder was weiß ich. Also im Prinzip, glaube ich, so gut wie allem. Habt einen 4, wodurch ihr den Gegner CC'en könnt und ihr habt natürlich super viel Schaden. Wenn eure W noch ebenfalls aktiv ist, ist das auch definitiv nicht verkehrt. Was ich damals an Warwick sehr zu schätzen wusste, war, dass er halt mit Level 3 einfach mal so ein Inferno Drain snacken kann, ne? Damit rechnen generell die meisten nicht. Ja, wenn man jetzt mal einen Warwick als Gegner hat, dann kann man davon ausgehen, vor allem wenn man etwas mit Gehirn spielt. Aber das ist halt super cool, ne? Mit Level 3 einfach den Inferno wegsnacken und dann denken sich die Gegner, ja, okay, scheiße. Die größte Schwachstelle, die Warwick meiner Meinung nach hat, ist sein Late Game. Da droppt er wirklich sehr, sehr stark, denn das Problem ist, seine Ultimate könnte man denken, ist ein super geiles Engage-Tool. Er hat viel Reichweite, CC den Gegner und macht Schaden. Aber das Problem ist einfach, dass wenn er wirklich reinspringt, dann wird er instant CC'd und sein Ultimate wird sofort abgebrochen. Das heißt, am besten wäre es, wenn ihr einen Toplaner oder vielleicht einen Midlaner wie Lissandra oder irgendjemand habt, der vorher reingeht. Dann nehmen wir zum Beispiel Toplaner Maokai mit Drive Glory, der einfach reinrennt oder sowas. Dann könntet ihr nämlich einen sehr, sehr schönen Follow-up machen, springt dann mit der Ultimate rein. Hier muss man auch wirklich sagen, die ist gar nicht mal, ja, sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen geübt haben. Die kann man sehr, sehr schnell verfehlen, die Ultimate. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, ja. Und das sieht super scheiße aus, wenn ihr am Ziel vorbeispringt. Ja, das ist richtig räudig. Aber trotzdem muss man einfach sagen, Late Game ist nicht so ultra krass seins. Er macht immer noch viel Schaden und ist tanky. Aber ich denke, gerade mit der Ultimate hat man da einige Schwierigkeiten. Also solltet ihr versuchen, das Game halt relativ früh zu beenden. Und das geht mit Warwick definitiv auch sehr, sehr gut. Gehen wir weiter zum letzten Champion. Hier wollte ich eigentlich erst Shaco nehmen. Der ist nämlich auch super stark aktuell. Aber es gibt da einfach einen Champion, den ich komplett hasse und der jetzt gerade sehr, sehr erblüht. Und zwar ist das Anivia. Anivia freut sich wie ein Vogel über diese neuen Items. Ja, das heißt, diese Mana-Items hier, Archangel und Rod of Ages, spielen ihr einfach komplett in die Karten. Und ich hasse es, gegen diesen Vogel zu spielen. Ich könnte einfach jedes Mal komplett abtilten. Denn, wie ist es so? Ne, Tobi kommt in die Mitte. Er war gerade shoppen. Er hat sich gekauft. Ein Buch, ein Stab, noch ein Buch und noch ein Buch. Er hat über 100 AP. Er freut sich. Er denkt, er kann jetzt traden. Er geht extra offensiv. Die Gegner schon Anivia kommt angeflattert mit ihren 325 Movement Speed, was übel scheiße ist. Und was denkt sie sich so? Ja, hey, ich habe eine Träne, die gibt Mana. Ich habe einen Katalysator, die gibt Mana. Ich habe vielleicht noch einen Dorans Ring. Ne? Ich habe 40 AP. Was macht sie? Sie trifft irgendwie einen Lucky Q oder sowas. Vielleicht bin ich dumm, okay. Aber ich kriege es auf jeden Fall ab. Kriege noch eine Ultimate, noch eine gut gesetzte Wall, eine E drauf. Im schlimmsten Fall noch ein Electrocute oder ein Ignite. Und zack, bin ich von 100 auf 0 von einem Champion, der nur Mana gebaut hat. Während ich gleichzeitig natürlich ein bisschen zurückgetradet habe und ihr 40% abgezogen habt, ne? Das ist super faires Game-Design, muss ich einfach sagen, und da könnte ich wirklich komplett kotzen. Aber gleichzeitig sage ich euch, nutzt das aus, ja?
Denn dieser Champion hat viel Potenzial, gegen schlechte Spieler zu gewinnen. Viele Leute denken einfach, okay, hey, sie ist gerade low, lass uns sie diven und zack ist da ihr Ei und die Gegner sterben dann doch noch, weil sie das Ei vergessen haben. Viele Gegner denken aber auch, hey, okay, sie hat ein Ei und man könnte das Ei noch töten. Sie hacken da rum, es wird knapp, Anivia kommt doch noch mit 10% aus dem Ei raus, das Q geht auf den Gegner, die Ultimate geht auf den Gegner, E und zack ist er trotzdem noch gestorben, obwohl eigentlich du ja erst ins Ei gestorben bist, quasi. Mit den Walls kann man viel machen. Das größte Problem, also gerade der Early Game Burst ist halt richtig krass. Vor allem, wenn ihr mit Ignite spielt. Also, wenn ihr gegen schlechte Spieler spielt, könnte ich euch Ignite empfehlen. Aber jetzt kommen wir zum größten Problem. Sie ist halt sehr unmobil. Ich habe euch schon gesagt, 325 Movement Speed ist nicht so geil. Wenn ihr ein bisschen das, ja, reduzieren wollt, ein bisschen da mehr rausholen wollt, könnt ihr sie mit Teleport spielen. Das machen auch sehr, sehr viele. Das heißt, ihr könntet zur Botlane teleportieren, Toplane teleportieren, im Early Game natürlich zur Midlane. Habt dadurch quasi ein besseres Early Game, um nach Level 6 zu kommen. Das kann nämlich manchmal etwas kacke sein, je nach Matchup. Und habt aber auch die Möglichkeit, nach Botlane oder Toplane zu gehen, um da ein bisschen, ja, eurer intenen Botlane entgegenzuwirken, sag ich mal, ne? Das heißt, man muss sagen, Anivias Schaden ist ein kompletter Witz und ich hasse sie, würde sie euch aber trotzdem fairerweise empfehlen. Sie ist ein sehr, sehr guter CC-Mage, natürlich nicht extrem offensiv-aggressiv, aber hat auf jeden Fall einiges an Potenzial. Man kann sehr, sehr stark davon ausgehen, dass die meisten dieser Champions demnächst, vielleicht im nächsten Patch, vielleicht aber auch erst im Patch danach, genervt werden. Das heißt, ich würde sie euch absolut empfehlen, wenn ihr sagt, okay, hey, mir ist es egal, was ich spiele einfach das, was gerade Meta ist und diese Champions sind gerade Meta, äußerste Meta, kann man sagen. Das heißt, nutzt sie, solange es noch geht. Ich wünsche euch viel Glück beim Ranken, haut rein, seht dazu, auf Wiedersehen und tschüss.